Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die Welt. Heute ist der 5. Oktober 2020. Ja, und die Wolken hängen tief über den See, aber wir erwarten trotzdem heute einen sonnigen Tag mit einigen Wolkenabschnitten. Das sagst du so, es sieht nach Regen aus. Nein. Es wird keinen Regen geben, es soll heute sonnig sein mit Wolkenabschnitten. Ich habe es genau gelesen und daran halte ich mich. Okay, also dunkelsilber ruht der See vor uns hin und dunkel liegen die Wolken oben drüber. Das ist die wahre Situation, aber ich freue mich heute auf den schönen sonnigen Tag. Ja, und wir treffen uns heute Abend mit Freunden und werden dann draußen sitzen. Und aus diesem Grunde ist es auch wichtig, dass es ein sonniger Tag wird. Die letzten Tage war es ja auch sonnig. Ja, was sehr spannend ist übrigens, wir haben seit 4 Tagen praktisch Windstille. Es ist wirklich wie eine Art Ruhe vor dem Sturm. Das wollen wir wohl nicht hoffen, aber es ist trotz alledem angenehm. Ich bin ja immer der Optimist hier. Ja, das bist du. Also diesen Ruf werde ich dir auch nicht streitig machen können. Andreas, wir haben einige Meldungen. Du hast einige Meldungen gefunden beim ZDF, die in merkwürdigen Gegensatz zueinander stehen. Und da wollen wir mal reinschauen. Eigentlich ist das ein gutes Beispiel, das die Verwirrung für den Zuschauer perfekt macht, komplett macht. Also wir haben eine erste Sendung beim ZDF, die heißt Es geht aufwärts. Kurzarbeitsregelungen konnten Schlimmeres verhindern, doch die Corona-Pandemie drückt trotzdem auf den Arbeitsmarkt. ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller mit einer Einschätzung. Ja, ich fand das mal ganz spannend, weil ich einfach nur mal einen Sender, und zwar einen öffentlich-rechtlichen, und das war das ZDF, einfach mal rausgenommen habe und in dem gleichen Zeitabschnitt verschiedene Meldungen habe zu unterschiedlichen Daten. Ich würde gerne mal einspielen hier, eine knappe Minute, und zwar ist das, oder eine Minute, von der Valerie Haller, wie gesagt, ZDF-Wirtschaftsexpertin, in einem Interview zum Arbeitsmarkt im September. Und da möchte ich dann was zu sagen. Hören wir mal kurz rein. Kleinen Silberstreif am Horizont. Wir fragen nach bei Valerie Haller in Frankfurt. Geht's jetzt wieder aufwärts? Ja, es geht aufwärts, auch weil der Bund Milliarden zum Beispiel in Form von Kurzarbeitergeld zuschießt. Ja, deswegen hat sich auch der Arbeitsmarkt noch mal etwas erholt, wobei man einschränkend dazu sagen muss, so robust wie vor Corona ist der Arbeitsmarkt noch nicht. Insgesamt waren im September 2.847.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 108.000 weniger als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2% aller. Allerdings sind es immer noch deutlich mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Der Arbeitsmarkt auf Erholungskurs, nur ist man sich bei der Agentur für Arbeit nicht ganz so sicher, ob das nicht nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Falls zum Beispiel, wie befürchtet, eine Insolvenzwelle über Deutschland rollt. Schon jetzt stellen die Ausgaben der Bundesagentur alles bisher Dagewesene in den Schatten. 62 Milliarden Euro werden es bis Jahresende sein. So, ich denke mal, an der Stelle breche ich mal ab. Es ist sowieso gleich zu Ende. Also wir sehen hier alleine schon in dieser Meldung den kompletten Widerspruch, wie er gar nicht schlimmer sein kann. Man hat das Gefühl, es ist hier jemand am Sprechen, der sich mit dem Thema Ökonomie niemals beschäftigt hat. Hier wird also erklärt, dass jetzt erstes Mal, es geht wieder aufwärts. Das zweite ist, es ist natürlich so, dass die Arbeitslosen zwar schlechter sind als vorher, als im letzten Jahr, aber sie sind auf jeden Fall nicht so schlecht, wie man eigentlich so könnte erwarten. Das ist das, was dort hintersteht. Hier merkt man eine eingenommene Beruhigungspille, so würde ich das interpretieren, von den Mediendarstellern, genauso wie wir sie haben in der Politik, genauso wie wir sie haben in den Konzernetagen, in den Chefetagen ganz oben. Ich hatte ja gerade dieses neue kleine Video rausgebracht, wo ich mal eine Kurzanalyse gemacht habe darüber, dass man mit dem Shutdown die Wirtschaft heruntergefahren hat, um sie nicht wieder hochzufahren. Also nochmal, um sie nicht wieder hochzufahren. Und das wird hier immer deutlicher. Und das sehen wir jetzt an diesen widersprüchlichen Meldungen. Ich sagte auch, dass die Vorstände, Politiker und sich weiter und so weiter sich selbst in ihre eigenen, ich sage mal, Beruhigungspillen verfangen und das Ganze dann weiterziehen. Denn wenn sie spricht von Arbeitslosen, dann meint sie damit natürlich zum Beispiel nicht die, wie nennt sich das, die anderen, die jetzt, Kurzarbeit. Ich kann mir den Namen Kurzarbeiter nicht merken, richtig verrückt.
Die Kurzarbeiter sind dort gar nicht mit drin und all die Dinge, die dort laufen. Also insgesamt sagt sie auch dann, dass es dann natürlich, wenn es dann eventuell so schlecht werden würde mit den Insolvenzen. Ja, natürlich wird es schlecht mit den Insolvenzen. Es kann gar nicht anders sein. Das ist ein mathematischer Vorgang. Das noch in dieser Fragestellung zu bringen, das ist schon wieder, das Ganze ist eine Beruhigungspille, die es in sich hat und die Menschen mehr oder weniger so bei der Stange hält, und auf der nächsten Seite kommt dann gleich wieder die Peitsche. Jetzt möchte ich aber doch noch mal kurz nachfragen. Also wenn du sagst, wurde eventuell die Wirtschaft heruntergefahren, um sie nicht wieder hochzufahren, dann liegt da ja null Logik drin. Wo ist denn der Wert dieser Aktion? Naja, doch, es ist schon eine Logik drin. Man will die Wirtschaft runterfahren. Man sagt es nur nicht. Man will die Wirtschaft runterfahren, weil wir versuchen, jetzt eine neue Normalität zu schaffen, die ja über Jahre eingeleitet wurde. Es geht jetzt um die Klimadarstellung, dass der Mensch eben halt zum größten Teil für die gesamte Klimaerwärmung oder Klimaveränderung zuständig ist. Ist gerade ein interessanter Artikel darüber gekommen. Ich glaube, in Tichy war das, ne? Tichys Einblick mit einem Professor für Klimatologie, der das übrigens mal ganz suffisant widerlegte, auch diese ganze Geschichte. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Unterschiedliche Meinungen werden ja nicht wahrgenommen. Das wissen wir aus dem Mainstream. Hier geht es darum, dass man Fridays for Future, wir haben eben halt Extinction Rebellion, wir haben eben halt Klimahysterie, wir haben Black Lives Matter. Das sind ja neue Strukturen, neue Richtungen, die man nun vorgibt. Und um die vorzugeben, muss man natürlich die Menschen auch erstmal so eindampfen, dass sie auch bereit sind, diese ganzen Spiele mitzuspielen. Und dazu müssen sie natürlich auch mal aus meiner Sicht die Not genossen haben, zumindest mal gespürt haben oder geahnt haben oder in Ängste gesetzt worden sein. Denn sonst kann man die Menschen nicht so einfach umpolen, wenn es alles gut läuft wie immer und man fängt dann an mit solchen Dingen. Und diese unlogischen Entscheidungen der Politiker, die ja sagten, wir fahren jetzt mal eben die Wirtschaft runter, und jeder, der sich da damit auskennt, das hatte ich in meinem Video genannt, der weiß, eine Wirtschaft kann man nicht einfach abschalten. Ein solcher Prozess des Herunterfahrens muss ganz lange über Monate vorbereitet werden, und dann muss man auch wissen, wann sie wieder hochgefahren wird, weil das dauert extreme Vorbereitung, weil da viele Faktoren eine Rolle spielen. Das ist eben halt extrem stümperhaft wirkend gemacht worden. Wenn man es aber im Nachhinein betrachtet und man gar nicht vorhat, die Wirtschaft wieder hochzufahren, so wie sie früher war, und man den Leuten suggeriert, was aber durch die Fehlentscheidung gar nicht mehr möglich ist aus meiner Sicht, dann erkennt man, dass da offenbar ein ganz anderer Plan hintersteht. Ja, das sind ja immer die Verschwörungstheorien, da stecken Pläne dahinter. Das wird ja von den Mainstream-Medien sehr kritisch beleuchtet und eben auch von den Politikern als sehr kritisch betrachtet, was da Verschwörungstheoretiker sagen über eventuelle Pläne. Ich möchte trotzdem in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel 2011 beim Evangelischen Kirchentag von einer neuen Weltordnung gesprochen hat, die es zu erreichen gilt. Und wenn ein solches Ziel ausgesprochen ist, in vollem Ernst, im selben Zusammenhang die Abschaffung der Nationalstaaten als unumgehbar bezeichnet werden, dann kann man schon von einem Plan sprechen, oder? Naja, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder völlige Inkompetenz der Politiker, diese beiden Alternativen stehen ja nur zur Auswahl. Es gibt nur zwei Alternativen. Und wenn ich da mich auf die Verschwörungstheorie dann konzentriere und mich ja auch als Verschwörungstheoretiker oute, weil ich versuche, was ich immer sage, profilermäßig zu erkennen, was sind eigentlich die Ursachen des Tatorts, und die Wirtschaft hat sich für mich zu einem Tatort entwickelt. Das ist für mich wichtig. Und aus diesem Grunde her komme ich da zu diesem Ziel. Andernfalls kann ich eben halt nur sagen, dass die Politiker so dumm wären, und das möchte ich gar nicht sagen. Das wäre auch beleidigend. Und insofern kann man da von einer gewissen Ahnungslosigkeit, Naivität, Verfehlbarkeit oder wie auch immer. Also ich glaube, mit der Verschwörungstheorie liege ich gar nicht so ganz falsch. Das ist wichtig, dass man überzeugt ist von dem, was man verbreitet. Ja, überzeugt bin ich nicht, aber ich versuche ranzugehen. Vielleicht kommen ja noch neue Informationen, die mich auf einen anderen Kurs bringen. Ich bin ja in einem Prozess, wie jeder von uns. Ja, hier kommt zum Beispiel was. Also, das ist eine Meldung auch vom ZDF, die hast du selber mit herausgesucht. Und da heißt es, keine Technologieführer mehr, deutsche Autobauer in der Krise. Darüber haben wir ja schon häufig gesprochen. Da heißt es weiter, die deutsche Autoindustrie hat es über Jahre versäumt, sich auf die neuen Trends am Markt einzustellen. Für viele Zulieferer wird es jetzt in der Pandemie eng.
Diese Pandemie hat der deutschen Autoindustrie erstmals in ihrer Geschichte einen Quartalsverlust beschert. Von April bis Juni ein Minus von 4,7 Milliarden Euro. Ein Drittel weniger Autos haben deutsche Hersteller verkauft. Kritiker sehen die Ursache vor allem in der nachgelassenen Innovationskraft der deutschen Hersteller und ihrer Zulieferbetriebe, die jahrzehntelang die Spitzenposition in Qualität und technischem Fortschritt hatten. Und beim Übergang der Elektromobilität, so heißt es weiter, sind Neuentwicklungen vor allem in der Batterieforschung als Schlüsseltechnik künftiger Fahrzeugantriebe gefragt. Ja, also hier ist interessant, dass hier drin steht, dass man den Trend verschlafen hat. Also nicht die wissenschaftliche Entwicklung, die uns zu neuen Kenntnissen bringt, wie man sinnvollerweise alternative Individualmobilität umsetzt, sondern den Trend der vorgegebenen Elektromobilität. Man spricht nur darüber. Wir sprechen nicht über alternative synthetische Kraftstoffe. Wir sprechen nicht über Wasserstoffantriebe oder über Wassermotoren. Auch diese Dinge sind ja nicht erst neu, sondern schon seit langem letztendlich nahezu möglich einsatzfähig zu machen. Zumindest gibt es da viele Experten, die das deutlich machen. Nein, diese Dinge werden alle an die Wand gespielt. Nein, es geht hier um, dass hier eine diktierte, und zwar aus meiner Sicht von den üblichen Strukturen der Macht, eben Ausrichtung vorgegeben wird. Und solange eben halt nicht alternative Kraftstoffe, alternative Antriebsmöglichkeiten diskutiert werden, sondern man sich ausschließlich auf das Dogma Elektromobilität bringt und dann sagt, es gibt nur zwei Alternative, Benzin, Diesel und auf der anderen Seite eben halt die Elektromobilität. Das ist mir zu kurz gesprungen. Hier kommt die Wissenschaft nicht zu Wort und das ist unwissenschaftlich und das halte ich für schlecht. Ja, es geht ja noch weiter. Also auch wieder vom ZDF eine weitere Meldung. Corona in Entwicklungsländern. Weltbankchef fordert Schuldenerlass. Und zwar heißt der Mann David Malpass und er hat wegen der Pandemie vor einer neuen Schulden- und Finanzkrise gewarnt. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer stünden finanziell am Abgrund und seien mit dem Zurückzahlen von Schulden überfordert, sagte Malpass dem Handelsblatt. Es ist offensichtlich, dass einige Länder nicht in der Lage sind, ihre aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen, sagte er. Er fordert daher eben diesen Schuldenerlass und der Herr Malpass kritisierte zugleich die mangelnde Hilfsbereitschaft privater Finanzinvestoren und chinesischer Kreditgeber. Diese Investoren tun nicht genug, sagt er, und ich bin enttäuscht davon. Außerdem haben sich einige der großen Kreditgeber aus China nicht ausreichend beteiligt. Ja. China gilt ja als einer der größten Kreditgeber, besonders durch das Vergeben von Krediten an Entwicklungs- und Schwellenländer und die damit erzielten Abhängigkeitsverhältnisse, ist China immer wieder in die Kritik geraten. Ja, hier sehen wir, ich habe ja diese drei Artikel, die wir jetzt durchnehmen, gerade hier zusammengestellt mal eben, die ja eigentlich völlig unterschiedlich wirken und völlig zusammenhangslos, aber unterm Strich gesehen einen deutlichen Zusammenhang herstellen. Wir sehen Valerie Haller, die sagt, es geht aufwärts, mit den Arbeitslosen wird's gut. Wir sehen den zweiten Bericht, dass die Automobilindustrie zusammengebrochen ist, weil sie sich nicht an den Batterievorgaben hält, obwohl sie schon über viele Jahre zum Beispiel im Bereich Wasserstoffantrieben und so weiter schon eine hohe Expertise hat. Aber offenbar kann ich hier nur rein interpretieren, nochmal Verschwörungstheorie, dass man nicht möchte, dass Deutschland zum Beispiel im Bereich der alternativen Antriebe wie Wasserstoffe eben halt wieder nach vorne kommt und die Industrie wieder nach vorne bringen würde. Und jetzt kommt als drittes, denn nachdem wir die beiden ersten Artikel gesehen haben, die deutlich dazu führen, dass Deutschland damit nicht nur den Anschluss verliert, sondern aufgrund der Bevölkerungsdichte und der starken ehemaligen Volkswirtschaft, jetzt in schwerste Turbulenzen gerät. Und als nächstes kommt jetzt plötzlich Schuldenerlass der dritten Welt, obwohl wir selbst an der Schwelle zur dritten Welt mittlerweile stehen, zumindest was eben halt die Ernährungssituation auch irgendwann sein könnte. Wir müssen das doch ernst nehmen. Und hier heißt es, eigentlich bricht alles zusammen.
zusammen, gerade in der dritten Welt. Wir müssen ihnen die Schulden erlassen, obwohl wir gerade in der Lage sind, zu erkennen, dass wir in der westlichen Welt niemals unsere Schulden zurückzahlen können. Da werden Zahlen genannt bis zum Jahre 2050 alleine nur diesen sogenannten Corona-Sonderschuldenblock eben halt wieder zu tilgen. Dann haben wir immer noch die alten Schulden, die in den letzten hunderten Jahren entstanden sind, durch vorangehende Generationen. Wir müssen wissen, dass die Menschen, die in den 70er Jahren zum Beispiel ihre Pillen gekauft haben für Kopfschmerztabletten, dass die immer noch nicht bezahlt sind, sondern sich zum Teil in den Staatsverschuldungen wiederfinden, weil der Staat eben halt durch Unterstützung der Krankenkassen und so weiter hier Mitfinanzierungen gemacht hat und das auf Kosten eben halt der zukünftigen Generation, die wir heute sind. Und wir spielen dieses Spiel einfach weiter. Und das war für mich einmal wichtig, diesen Zusammenhang hier herzustellen, schön Wetter machen, alles wird gut, gleichzeitig zu erklären, dass die Wirtschaft in der Lage ist, nicht mehr den Anschluss zu halten und damit zusammenbricht. Und als drittes, die dritte Welt leidet jetzt an Hunger und kann ihre Schulden nicht mehr bezahlen, man muss sie erlassen. Hier wird der Widerspruch und der Irrsinn letztendlich klar. Ja, es ist natürlich so, wenn man dir jetzt zuhört, dann merke ich auch bei mir, ich meine, wir sind jeden Tag, also auch außerhalb dieses Podcasts, in den Themen. Und ich merke selbst bei mir jetzt eine Zusammenknotung verschiedener Nervenstränge, weil man einfach es nicht mehr erfassen kann. Es ist zu viel. Es ist zu verwirrend. Es geht aufwärts, es geht abwärts, Schuldenspirale nach unten, weltweit kein Geld mehr, große Angst. Wie geht es mit dieser Mikrobe weiter, Andreas? Wir nähern uns ja tatsächlich jetzt zu einem Punkt, an dem es keinem Menschen mehr möglich sein wird, überhaupt noch irgendetwas aufzunehmen, sondern die totale Verwirrung. Da fehlt eigentlich nur noch dann irgendein Ding obendrauf und der Mensch ist in einer Art Starre. Ja, halt. Also es geht auch gar nicht darum, dass wir die Dinge jetzt versuchen zu verinnerlichen und zu verstehen, sondern nur erkennen, dass eben halt die Hilflosigkeit vorhanden ist. Und ich habe gesagt, die Sinne, die wir haben, wir schaffen uns ja durch unsere Sinne ein Modell der Realität nach außen. Wir können sehen, fühlen, tasten, wir haben auch die Intuition und so weiter. Und wir merken jetzt, dass es aus dem Ruder läuft. Das reicht. Was wir daraus erkennen, ist, wir müssen uns jetzt, und das ist das, was wir sagen, auf uns konzentrieren und nicht versuchen, die Dinge zu verstehen, sondern tatsächlich für uns selbst den Boden wiederzufinden und die Ausrichtung zum Licht, zur geistigen Welt zu haben. Und das ist kein Widerspruch, kein Tralala und nicht irgendeine Beruhigungspille. Nein, das ist hochkonkret. Wenn wir erkennen, dass wir kennen ja die Quantenphilosophie, die Quantenmechanik, die Quantenphysik, das sind ja alles, ich sage mal, sachliche, fundamentale Zusammenhänge, die unter Berücksichtigung des Geistes. Und damit sind auch letztendlich die Schöpfungs- und Naturgesetze gemeint, die dort reinwirken. Nein, die Welt geht nicht unter. Übrigens auch nicht auf der sachlichen Ebene. Wir können die Schulden erlassen. Wir brauchen keine neuen Autos machen. Wir können eine ganze Menge machen hier. Die Erde ist in der Lage, uns alle zu ernähren. Die Erde ist in der Lage, uns alle auch ein ehrwürdiges Leben zu verbreiten. Das ist also durchaus möglich, dass wir in Frieden miteinander leben könnten. Die Erde gibt es her. Aber die Strukturen, die die Menschen aufgebaut haben, geben es nicht her. Und das liegt an den Verklumpungen. Wenn wir ein Wasser haben, das muss immer fließen. Das kennen wir in den Naturgesetzen. Und wenn Wasser steht, dann wird es irgendwann durch dieses Stehen schlechter. Es fängt an, nicht mehr trinkbar zu sein. Es nimmt ab die Qualität. Genauso haben wir es auch bei dem Geld. Geld muss fließen. Und wenn Geld fließt, dann ist auch alles in einem runden Fluss und alle können gut davon leben. Wenn wir aber Kapitalsammelbecken haben, wenn wir Einzelphilanthropen haben, die Milliarden auf sich vereinigen, die also dieses Geld nicht fließen lassen und wenn in ihrem Namen, sondern letztendlich blockieren können, wie ein stehendes Gewässer, dann wird auch die Weltökonomie schlecht. Das gilt es langsam zu verstehen, um dann eine neue tatsächliche Weltordnung zu machen. Aber die sieht ganz anders aus als die, die man sich jetzt von Seiten des Systems vorstellt. Denn die Systemspieler sind ja diejenigen, die Ursachen auch, ich sage mal, gebaut haben, dass es jetzt
da ist, wo wir stehen. Das sind ja dieselben Leute und deren Vorgänger und deren Systemspieler. Und wir brauchen eine Neuordnung. Und ich bin da sehr guter Dinge. Überhaupt keine Untergangsvision. Im Gegenteil. Aber wir müssen trotzdem erkennen, diesen Irrsinn. Es ist trotzdem spannend, die Dinge zu beschreiben. Das ist das, was ich tue. Ja, das ist das, was wir tun. Ich muss aber das immer wieder einwerfen. Ist ja gar kein Vorwurf, sondern ich muss einwerfen, wie es mir jetzt geht bei deinen Ausführungen. Mhm. Und es ist ja wirklich schwer noch aufzunehmen. Jetzt gibt es eine weitere Meldung. Es gibt eine Europastudie. Demnach erwarten Immobilienmakler sinkende Preise in ganz Europa. Also wurde eine Umfrage gemacht, das hat das Immobilienmaklernetzwerk RE/MAX unter 2100 Maklern aus 27 europäischen Ländern vorgenommen. Die Mehrheit der befragten Makler geht davon aus, dass die Kauf- und Mietpreise im europäischen Schnitt sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien bis Ende diesen Jahres schon sinken werden. Für die meisten europäischen Länder werden im Kaufbereich Preisrückgänge vorhergesagt, mehrheitlich zwischen 5 und 10%. Hierbei sollen Wohnungen stärker betroffen sein als Einfamilienhäuser. Für Deutschland prognostizieren die Experten einen Preisanstieg von bis zu 5% für Wohnungen in städtischen Lagen bzw. keine Veränderung für ländliche Gebiete. Das widerspricht ein bisschen dem, was an Meldungen aus Amerika kommt, wo also gerade in Stadtgebieten die Immobilienpreise sinken, weil viele in die ländlichen Gebiete fliehen. Ja, ich glaube, diese Prognose, die da von dem RE/MAX-Konzern gemacht werden, die basieren auf den Denkmustern der Vergangenheit. Ich glaube, das wird sich verändern und wir sehen auch schon einen Trend. Die Immobilienpreise kann man nicht homogen erkennen, indem man sagt, alle steigen und alle fallen. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Ballungsgebiete, wo es immer relativ hoch ging. Und wir haben auf der einen Seite eben halt die Nachfrage nach diesen Ballungsgebieten gehabt. Wir haben mittlerweile aber aufgrund der politischen Lage, das sehen wir jetzt in USA, die sind Vorreiter, in New York, eine große Landflucht. Die Leute gehen aus den Städten raus. Und ich glaube, das wird auch in Deutschland, in Europa, in den großen Städten folgen, dass die Leute sich nicht mehr so sicher fühlen und dann eben halt versuchen, aufs Land zu gehen. Bedeutet, Nachfrage in der Stadt wird fallen oder nur noch von denjenigen da sein, die vielleicht die Gelder nicht mehr haben, sich hochwertige Mieten zu leisten. Das heißt, der Mietspiegel sinkt, sinkt der Mietspiegel, sinkt auch der Wert der Immobilie. Das sind relativ einfache Mechanismen, die man da erkennen kann. Und es wird auf der anderen Seite auf dem Land eine Situation entstehen, dass die Preise steigen. Das sehen wir hier bei uns zum Beispiel. New York ist ja von uns aus gar nicht so wahnsinnig weit weg. Ich habe momentan viele Anfragen von Menschen, die Kapital haben, die Geld haben und sagen, wie sichere ich mein Kapital? Dann sagen, ich habe jetzt Edelmetalle wirklich genug, was kann ich jetzt machen? Und dann sprechen wir darüber zum Beispiel auch, welche Möglichkeiten es gibt, sich immobil vorzubereiten. Und die meisten wollen nicht mehr nach Europa, was ich gut verstehen kann. Und ich kenne hier zum Beispiel die kanadische Situation relativ gut. Und ich weiß, dass viele Leute jetzt hier mit mir auch immer wieder den Kontakt suchen und sagen, gibt es hier Möglichkeiten auch aus Deutschland in Kanada Immobilien, also Grund und Boden vor allem, gar nicht jetzt Häuser mit allem drum und dran, das ist ja ein zweiter Hausstand, das sind ja viele Kosten, sondern einfach nur Grund und Boden zu haben. Und das machen momentan relativ viele und wir sehen auch hier, dass an der Stelle ausgesuchte Leute ganz konkret suchen und dadurch auch die Preise der reinen Grund und Boden, des Grund und Bodens hier zum Beispiel bei uns in unserer Region ziemlich steigen. Also der Trend ist deutlich und da viele Leute von Deutschland aus das kaufen können, ohne hier zu sein, die Möglichkeiten gibt es hier, fließen auch einige Gelder hier rüber. Das merkt man schon sehr deutlich. Ja, okay, das haben wir jetzt auch, was aber nicht bedeutet, dass wir mit den Themen schon zu Ende sind. Wir haben aus Deutschland eine Meldung, die natürlich sich auch schon lange abzeichnet und nicht mehr überraschend ist. Dennoch, wenn man es so liest, was hier Journalistenwatch zusammengefasst hat, ist es natürlich nicht sehr angenehm. Die Urlaubsbranche in Deutschland steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ich muss dann immer wieder an deine Worte denken, Andreas, dass offenbar die Weltwirtschaft gezielt runtergefahren wird, ohne dass es Hilfe geben soll. Wir erinnern an die vielen verzweifelten Künstler, die Kulturszene, die auf die Straße geht mit Tausenden, mit Prominenten voran.
die Staatshilfen fordern, die zum Teil auch fließen, aber eben natürlich ist das immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor allem ändert es an den Grundlagen nichts. Es wird nicht wieder aufgebaut, sondern weiter runtergefahren. Und ja, wenn ich gerade lese, dass in Italien zum Beispiel die Maske jetzt im Freien getragen werden soll, dass das also in der Planung ist, dann sind das ja, ich meine, in der frischen Luft kannst du dein Immunsystem aufbauen, jetzt sollst du da auch eine Maske tragen. Das heißt, es wird ja irgendwie alles gezielt runtergefahren. Aber wir kommen noch mal zu dieser Meldung aus Deutschland. Aufgrund einer Analyse, die das Preisvergleichsportal Idealo für die Welt am Sonntag durchgeführt hat, sank demnach das Interesse an Hotelübernachtungen in Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr um 53%, also über die Hälfte. Die Buchungen von Ferienwohnungen gingen um 47% zurück. Gleichzeitig aber stiegen die Preise pro Übernachtung, was ja auch verständlich ist, in den Hotels um etwa 3%, in Ferienwohnungen um 5%. Der Vergleich zeigt für 36 Tourismusregionen und 171 Städte, wo es noch günstige Ferienangebote gibt. Auf jeden Fall ist die ganze Hotel- und auch die Gastronomiebranche natürlich schon fast am Ende. Ja, man braucht ja eigentlich nur eine Schlüsselbranche nehmen und die in Schwierigkeiten bringen, um die gesamte Weltökonomie lahmzulegen. Wir müssen ja erkennen, wie vernetzt und verzahnt alles miteinander ist. Und die Freizeitbranche und Urlaubsbranche, dazu gehören eben halt die Reisebüros, dazu gehören die Anbieter von Bed and Breakfast, Hotels und so weiter. Dazu gehören auch die Fluglinien, die ja die Passagiere transportieren. Dazu gehören die vielen kleinen Läden, die in den Urlaubsgebieten ja ausschließlich von Touristen leben. Wer durch ein Urlaubsgebiet geht und da sind Souvenirläden und dies und jenes und so weiter, die gehen ja alle dabei mit unter. Wenn wir das wissen, dass es sich bei der Branche des Tourismus und der Events um eine Schlüsselbranche handelt auf dieser Erde und man die dort damit zusammenbringt, inklusive der Veranstaltungsbranche wie Künstler und so weiter, dann kann man alleine schon dadurch so viel Kaufkraft rausziehen, weil die Leute, die dort beschäftigt sind, das sind ja Millionen von Menschen auf der Erde, direkt oder indirekt, natürlich dann als Käufer wegfallen, weil sie ihren Job verlieren werden. Und das führt natürlich zu einer Kettenreaktion bei den Unternehmen, wo die Beschäftigten dieser Schlüsselbranche, der Touristischbranche, letztendlich auch ihren Umsatz gemacht haben oder ihren Konsum gemacht haben. Denn auch die haben sich das Auto gekauft, die Möbel gekauft, eine Gardine gekauft oder sonst irgendetwas. Und so entsteht eben halt eine weitere Einnahmeverlustigkeit bei den nächsten Unternehmen, die wiederum in die nächste Kette reingehen. Und so lässt sich über diese Schiene tatsächlich die Weltwirtschaft über eine einzelne Schlüsselbranche kaputt machen. Und wenn man das aber gleichzeitig bei vielen Branchen macht, wie Automobil und so weiter und so fort, sehen wir, dass hier wirklich der Turbo eingesetzt hat. Eine Meldung, die gerade von T-Online veröffentlicht wurde, die haben wir auch gerade eingestellt, zeigt es auch. Die schwindenden Buchungen führen dazu, dass Kreuzfahrtschiffe nun sogar verschrottet werden müssen. Sie landen dann zum Beispiel in den Abwrackwerften in Aliaga, Izmir, also Izmir in der Türkei und werden dort zerlegt. Die Arbeiter entnehmen noch brauchbare Geräte und Möbel aus den Schiffen. Sie entfernen Wände, Fenster, Böden und Geländer. Das Schiff wird zu Altmetall verarbeitet. Die Abwrackwerft profitiert von der Krise. Ihr bringt die Verschrottung der Schiffe einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ja gut, also wenn man das sieht, ich meine, ich persönlich bin nie auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen, aber habe da auch keine Ambitionen zu gehabt. Aber es war eine große Branche, egal was man davon hält. Und die sind ja noch bis vor kurzem gebaut werden worden. Wenn wir sehen, wie viel Ressourcen dort vergeudet werden und wenn wir sehen jetzt genau diese Arbeitsplatzproblematik, die wir haben, wie viele Menschen vorher in der Branche gearbeitet haben, der Cruiser, und auf der anderen Seite, wie wenig Menschen, vermutlich auch weniger ausgebildete Menschen, dort in dem Abwrackunternehmen arbeiten, dann bezweifle ich, dass das an Arbeitskräften einen Ausgleich bringt. Ja, und noch eine Meldung, die britische Cineworld, das ist der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber, plant anscheinend die Schließung aller Filialen in Großbritannien und Irland.
Das heißt also, die Kinos machen da auch in großem Stil dicht. Man hatte noch bis zuletzt eine Hoffnung und die ruhte auf dem neuen James-Bond-Streifen. Aber der kommt jetzt später in die Kinos als geplant und damit möglicherweise zu spät. Und ein Zeitungsbericht in Großbritannien hat dies angekündigt. Ohne diesen James-Bond-Film wird diese Branche nicht mehr überlebensfähig sein, so die Sunday Times. Unter Berufung auf ein Schreiben von Cineworld, das am Wochenende an die britische Regierung gegangen sein soll. 128 Kinos sind das mit 1180 Leinwänden. Heute sollen diese Pläne bekannt gegeben werden. Verbunden damit sind 5500 Arbeitsplätze, die gefährdet wären. Tja. Das, daran sieht man mal alleine, wie dünn der Faden ist, an dem alleine diese Branche hängt, an einen einzigen Filmstreifen, nämlich den neuen James Bond. Und wenn der nicht kommt, gehen 128 Kinos pleite und über 5000 Arbeitsplätze. Ein typisches Beispiel übrigens wieder aus der, das kann man ja mit zum Thema Freizeit- und Urlaubsbranche fast mit dazu zählen. Denn wenn man sich in ein Kino setzt, für mich war das Kino immer etwas ganz Großes. Das ist ja wie ein Kurzurlaub, diese einmal durchatmen und sich einfach mal richtig... Das kommt auf den Plot an, ob das Urlaub oder Albtraum ist. Ja gut, okay, das stimmt schon. Aber unterm Strich gesehen ist, gehört es eben halt zu diesem Thema. Das ist genau wie Essen gehen. Das hängt ja auch alles damit zusammen. Da wird ja auch zerstört. Und Konzerte oder auch Theaterstücke. Ein wunderbares Theaterstück, so live mit Menschen auf der Bühne. Das bedeutet Lebensqualität. All das geht runter. Aber worüber wir hier sprechen, ist alleine die Arbeitslosigkeit. Denken wir an die vielen kleinen und auch großen Theater, wo ja nicht nur die Schauspieler sind, sondern die vielen Menschen, die dort beschäftigt sind, inklusive Hausmeister, inklusive Kulissenschieber und alles, was es dort gibt. Ich erinnere mal wieder an Jesaja 8, Altes Testament. Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. Denn hier ist Immanuel. So steht es dort. Immanuel wird genannt in der Bibel der Menschensohn, der das jüngste Gericht bringt. Und Andreas, so allmählich, wir machen das ja jetzt hier seit einem guten halben Jahr, sehr regelmäßig berichten wir über die Entwicklungen. Wir begleiten praktisch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft und den Zusammenbruch auch vieler Seelen, die damit kaum klarkommen können, auch mit diesen wachsenden Erkenntnissen. Worüber selten gesprochen wird, ist, dass in den sogenannten Schwellenländern, in den dritten Ländern, auch so genannt, es gibt keine dritten Länder, ja schon die Zustände viel heftiger geworden sind. Große Verarmung, Nahrungsmittel, Knappheit und so weiter, was alles natürlich auch auf die Industrieländer zukommen muss angesichts dieser Entwicklungen. Und wer immer noch meint, ja, ja, irgendwann ist das vorbei, wenn wir uns alle haben impfen lassen, der irrt, weil dahin wird es nicht mehr kommen. Mit anderen Worten, es sind wirklich historische, es sind biblische Zeiten. Und je eher man das erkennt und sich selber wirklich rüstet, umso besser ist es für den Einzelnen. Ja, und da ist es so entscheidend, dass wir jetzt wissen, dass hier die Aufbruchstimmung angezeigt ist. Denn es geht nämlich nicht unter. Was wir hier beschreiben, klingt nach Untergangsvision und alles ist vorbei. Nein, das Gegenteil ist richtig. Je früher es sich vollzieht, desto besser ist es für uns alle. Denn wir optimieren nicht irgendeine Situation aus der Politik, aus der Wirtschaft mit den Menschen, die das da gerade zu steuern versuchen, sondern wir optimieren nur eine Fallhöhe. Aber diese Fallhöhe nur nach alten Denkstrukturen und alten Mustern. Und wir geraten jetzt genau in diese Transformation. Und das ist der Phönix aus der Asche. Das Alte muss weg, damit das Neue wirklich Platz hat. Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und das ist ein tibetanisches Sprichwort. Und der Baum, der gerade krachend vor unseren Augen einstürzt, ist nicht der Untergang, sondern der macht erst einmal den Schatten weg, damit der Wald darunter sauber wachsen kann. Und genau das entsteht. Und zwar nicht bei den Menschen, die glauben, gerade die Kontrolle zu haben, sondern bei den vielen Menschen, die immer mehr werden, die sich immer mehr zusammenschließen, die morphogenetische Felder bieten. Und wenn wir damit nur einen ganz kleinen Teil mit
beisteuern können durch zum Beispiel die Gebetsabende, die wir haben, dann ist es schon wichtig. Aber auch viele andere Gruppen, die uns gar nicht kennen, spielen eine ganz wichtige Rolle, weil damit sich die Erde einhüllt in eine andere Morphogenetik, in eine andere Schwingung und die bringt uns nach vorne. Nein, wenn das jetzt nicht so krachen würde, wie wir es jetzt gerade erleben, hätten wir es nicht verhindern können. Es wäre sowieso gekracht, aber eben halt viel langatmiger. Was jetzt ist, ist eine sehr sportliche Umstrukturierung und das, was wir sonst gehabt hätten, wäre eine Verelendung. Und der können wir jetzt entgehen und alle Menschen haben jetzt die große Chance, sich dort freizubringen und sich dort rauszuholen aus diesen vorgegebenen Denkmustern, die man uns diktiert hat und weiterhin immer härter diktiert. Und die Menschen, die sich jetzt in der alternativen Richtung bewegen, und zwar vernünftig und ordentlich, haben eine große Chance, jetzt diese Dinge sauber zu durchstehen und viele werden sie nicht durchstehen. Auch das muss man nüchtern betrachten, weil sie eben halt sich an diesen alten Mustern zu klammern versuchen und dann ziehen einen die Trümmer mit runter. Das kann passieren. Wichtig ist, diesen neuen Weg zu gehen. Und wir arbeiten oder haben das Fundament unseres Lebens ja aufgebaut auf ein Wort, auf ein Werk, das heißt im Lichte der Wahrheit, ein dreibändiges Werk von Abdroschin. Und dort finden wir die Gesetze der Natur. Und wenn wir diese Gesetze der Natur lesen und langsam verstehen, vor allem auch verinnerlichen, das heißt durch unsere Empfindung durchglühen lassen, dann erkennen wir eine Weltenwende, die auf uns zukommt, die so logisch und schlüssig ist und plötzlich werden auch die irrsinnigen Entscheidungen der Politiker erklärbar. Logisch, schlüssig, weil sie dienen genau nämlich diesem Prozess, ohne es zu wissen. Sie glauben vielleicht, sie arbeiten für irgendwelche Strukturen der Macht, die da im Hintergrund stehen, auch wenn sie selbst nicht verstehen mögen, das mag ja sein. Das sind ja nicht alles irgendwelche bösen Menschen, um Himmels Willen, so einfach ist es nicht. Sondern das sind Menschen, die in sich gefangen sind und diesen Strukturen unterliegen wahrscheinlich und machen das. Nein, in Wirklichkeit dienen sie damit einer Neuordnung, die den Menschen dient, die sich darauf vorbereiten. Ich bin absolut förderlich eingestellt für die Zukunft. Ja, das sind wir ja beide. Allerdings muss immer wieder, und das versuchen wir hier ja auch, neben all den irdischen Weltnachrichten, muss der Einzelne erkennen, dass wirklich eine Transformation stattfindet und die muss mit ihm auch stattfinden. Es geht eben nicht mehr im alten Trott weiter. Und ich habe noch mal gerade ein Zitat rausgesucht von Paulus. Worte, die er aus dem Gefängnis an seinen Sohn Timotheus geschrieben hat. Und zwar die Gefahren der letzten Tage. Da heißt es, außerdem sollst du wissen, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Und die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ich meine, da kann man schon sich denken, wie es so kommt, wenn auch gerade unsere Kinder nun in ihre eigene Kraft kommen sollen und nicht kommen können, weil sie nicht nur durch jahrelange frühe Fremdbetreuung, sondern dann auch durch die Masken umerzogen werden, verändert werden, eben nicht mehr dieses innige, mitfühlende haben können. Es ist also eine Beschreibung dessen. Es geht weiter. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen halte dich fern. Ja. Wir haben eine Zombifizierung der Firmen und jetzt kommt eine Zombifizierung der gesamten Ökonomie und auch aus meiner Sicht der Politik und jetzt eine Zombifizierung der Menschen.
Und das ist natürlich eine dunkle Energie, die da gerade versucht reinzugehen. Und genau deshalb ist es so wichtig, und da komme ich wieder zurück, den Boden unter den Füßen zu erreichen, sich richtig auszurichten und die Dinge zu durchstehen. Das, was wir hier erleben, ist kein Neuanfang, sondern ein Finale. Und dieses Finale führt tatsächlich dann zu einem Neuanfang. Und das ist wichtig. Ja, so jetzt wollen wir mal die Thematik etwas wechseln, nämlich wir kommen jetzt zu US-Präsident Trump. Mhm. Der ist ja nun positiv getestet worden, ist dann ins Walter Reed Medical, also Military Medical Center gekommen und hat eine Ansprache veröffentlicht vorgestern. Da heißt es unter anderem von US-Präsident Trump wörtlich: Ich möchte damit beginnen, all den sagenhaften medizinischen Fachleuten zu danken, den Ärzten, Krankenschwestern, allen im Walter Reed Military Medical Center. Ich glaube, es ist das Beste der Welt. Und er dankt eben für die unglaubliche Arbeit, die geleistet wurde. Er fühlt sich jetzt viel besser, hat er gesagt. Alle arbeiten hart daran, dass er ganz schnell komplett wieder auf dem Damm ist und seine Arbeit aufnehmen kann. Er sagt, ich muss zurückkommen, denn wir müssen Amerika wieder großartig machen. Wir müssen noch einige Schritte unternehmen. Nun ist er ja mitten im Wahlkampf. Und viele haben jetzt spekuliert, ist das jetzt ein Manöver von ihm, die Verschwörungstheoretiker, die Qs sagen, oh ja, das hat er also alles initiiert. Aus welchen Gründen wird man dann sehen? Aber spannend ist, was Trump dann weiter sagt, und zwar über die Art der Behandlung. Und da fragt man sich allerdings schon, könnte es sein, dass er plant, bekannt zu geben, dass es andere Behandlungsmethoden als eine Impfung gibt, um auch einen 74-Jährigen, der ja schon zu der Risikogruppe gehört, ganz schnell wieder fit zu machen und auf die Beine zu bringen. Und es ist ja jetzt viel in der Öffentlichkeit geredet worden. Er hat Übergewicht und er hat viel zu viel Stress und so weiter. Und es gab ganz gemeine Reaktionen von einigen, die gesagt haben, was hat er jetzt davon? Es gab ja einen ganz schlimmen Tagesthemenkommentar von der Korrespondentin in Nordamerika, die also auch sehr hämisch und zynisch darauf reagiert hat. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht im Kopf, aber das hat natürlich auch einen Shitstorm entfacht. Und er scheint aber irgendwie ganz überzeugt davon zu sein, dass er nicht nur in den besten Händen ist, sondern auch die beste Behandlung hat. Und er spricht ein bisschen in Rätseln und sagt also Folgendes: Diese Erkrankung war etwas, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt passiert ist. Und ich kämpfe für sie nicht nur in den USA, ich kämpfe für sie auf der ganzen Welt. Er kämpft dafür. Wir werden dieses Coronavirus oder wie auch immer Sie es nennen wollen, besiegen. Und wir werden es besiegen, und zwar mit aller Gründlichkeit. Also das ist ja, das klingt nicht nach Massenimpfung, sondern das klingt nach einem anderen Weg. Und was meint er damit? Ich kämpfe für alle Betroffenen auf der ganzen Welt. Das ist schon, es geht aber noch weiter. Er sagt dann, es sind so viele Dinge geschehen. Wenn Sie sich die Therapeutika anschauen, die ich gerade einnehme, einige davon und andere, die bald herausgebracht werden. Ehrlich gesagt, Sie, also diese Therapeutika, sind Wunder. Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, Sie sind Wunder. Menschen kritisieren mich dafür, wenn ich das so sage, aber wir haben Dinge, die geschehen, die wie ein Wunder aussehen, von Gott gesandt. Ja, ganz brillant. Das ist interessant, weil hier ist so viel an Informationen und auch an Spekulationsmaterial natürlich enthalten. Nochmal ganz kurz zu diesen Tagesthemen Hass und Hetze Artikel von der Dame. Das war ja wirklich Hass und Hetze, was sie da auch wieder von sich gegeben hat. Der wird mit Sicherheit nicht gesperrt. Davon können wir mal ausgehen. Also da werden harmlose Dinge bei YouTube gesperrt, aber wenn Tagesthemen hetzt und Hass verbreitet, ist das alles in Ordnung. Oder wie heißt die Frau Neugebauer oder Neubauer? Neubauer, ne? Die Luisa Neubauer. Luisa Neubauer, die da mit einem Mundwinkel, was hat sie gesagt? Also da würde ich jetzt nicht so streng sein, weil das ist ein junges Mädchen, ja, ja, die sich von Fridays for Future
einsetzt, Luisa Neubauer aus dem Hause Remsma, und die sagt, dass die Information über die Erkrankung Trumps einen Zucken um die Mundwinkel hervorruft von vielen. Also das ist halt diese Häme und dieser Spott, das tut man nicht, das macht man nicht, aber ich reg mich darüber gar nicht weiter auf. Das allerdings, was in den Tagesthemen passiert ist, das hat damit nichts zu tun. Aber ich möchte eigentlich nochmal zurückkommen auf das, was wir hier gerade besprochen haben, Andreas. Welche Information steckt da drin? Ja, also er sagt ja erst einmal dieses Coronavirus oder wie sie sonst das Ding nennen wollen. Und man erkennt natürlich daran, dass er hier Informationen hat für alle Kritiker des Shutdowns. Übrigens nicht Kritiker der Corona-Krise, sondern Kritiker des Shutdowns, dass er da eine Botschaft mit drin hat, dass er den ganzen Irrsinn, den man uns so erklärt in dieser Form, einfach nicht glaubt, weil er natürlich auch mittlerweile in dieser Form widerlegt ist. Wenn ich das sage, heißt es doch nicht, dass das Virus widerlegt ist, dass man ein Corona-Leugner ist. Wie kann man ein Corona-Leugner sein? Es gibt dieses Ding ja nun schon, diese Mikrobe schon seit vielen Jahrzehnten, ist nichts Neues und jetzt gibt es eine Mutation. Aber auf der anderen Seite, er muss natürlich auch vorsichtig sein, weil viele Menschen in USA sind dieser Propaganda der anderen sachlichen, der ich sage mal Hintergrundmächte, wie was wir immer als Deep State bezeichnen, als Hintergrundstaat, natürlich auch erlegen, weil sie glauben diesen Medien. Man darf nicht lügen, heißt es ja schon in der frühesten Kindheit, das bekommt man eingebläut, und man kann sich auch nicht vorstellen, dass Medien unisono zum Beispiel irgendeine Lüge verbreiten könnten. Das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt muss er natürlich beide Lager, die Kritiker und auch die Mainstreamer, versuchen zu erreichen. Und das gelingt ihm mit diesem Ding natürlich sehr gut. Er spricht von einem Wundermittel, das heißt, wir brauchen keine Impfung, sondern nur dann behandeln, wenn jemand krank ist. Das steht ja dahinter, während das andere ja eine Behandlung ist, ohne krank zu sein. Und eine Behandlung ohne krank zu sein, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, bedeutet, ich kriege jetzt eine Spritze unter die Haut oder in die Muskulatur oder sonst wohin, und da wird mir ein fremder Stoff, eine Chemikalie oder eine genetisch veränderte Struktur eben halt in meinen Körper reingebracht, obwohl ich überhaupt keine Symptome habe, keine Krankheit habe, ich eigentlich kerngesund bin. Und diese beiden Gruppen, die holt er damit ab, aus meiner Sicht, in einer optimalen Klammer, die er da aufbaut. Ja, es gibt dann hier andere Portale, die berichten, mit was genau er behandelt wird. Also zum einen mit dem Mittel Remdesivir, darüber hatten wir auch schon öfter gesprochen. Das ist ja ein Mittel, das ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt wurde. Dann gibt es wohl einen Antikörper-Cocktail, schreibt Russia Today. Die schreiben das auch im Einzelnen, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und ein sogenannter Säureblocker, der zur Behandlung von magensäurebedingten Erkrankungen eingesetzt wird. Kann man sich bei ihm auch vorstellen, dass er da Probleme hat. Also wir werden, das wird noch spannend werden, und es schreibt zum Beispiel, der britische Standard schreibt, dass der US-Präsident heute am Montag bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden könnte, da sich sein Zustand immer weiter verbessert hätte. Und die Bild-Zeitung hat gleich einen ganzen Bild-Talk mit hochrangigen Politikern zu diesem Thema gemacht. Ich muss ja wirklich sagen, die laufen ja ARD und ZDF also spielend den Rang ab, denn die haben da eine Runde aufgestellt, mal ganz kurzfristig mit Bundesaußenminister Heiko Maas, mit dem früheren US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell und dem Münchner Sicherheitskonferenzchef Wolfgang Ischinger. Und die Überschrift lautete: Der US-Präsident infiziert, die First Lady alleine im Weißen Haus. Nein, das ist kein Polit-Thriller, das ist die Realität. Und dann heißt es hier, Außenminister Maas sei also der angesichts der sich überschlagenden Ereignisse fassungslos. Wörtlich: Wahrscheinlich wäre ein solches Drehbuch in Hollywood abgelehnt worden, weil es zu unrealistisch ist. Ich weiß überhaupt nicht, was daran unrealistisch sein soll. Und Deutschlands Chefdiplomat wünscht dem US-Präsidenten und First Lady Melania schnelle Genesung und hofft auf baldige Rückkehr in den Wahlkampf, also Richard Grenell. Er sagt, der Präsident drückt auf die Tube, er wird, sobald es möglich ist, zurück sein. Der Richard Grenell, der ist ja ein enger Vertrauter von Donald Trump. Er sagt,
Trump sei heiß darauf, wieder zu arbeiten. Und von Panik will er schon gar nichts wissen. Er sagt, Trump ist ein außerordentlich robuster Anführer. Wir sind alle überzeugt, dass es dem Präsidenten gut geht. Und seine Forderung ist, Schluss jetzt mit den wilden Spekulationen. Das ist ja auch das, was du sagst, dass er dir, also Trump, dir ausgesprochen robust erscheint. Ja, ich habe ja nun doch einige Erfahrungen mit Menschen, die im Top-Management sitzen. Natürlich nicht amerikanische Präsidenten. Da, so weit bin ich nicht gekommen, das ist klar. Aber ich kann relativ gut, glaube ich, einschätzen, das kann ich mir aus der Erfahrung heraus erlauben, ob jemand robust und stark ist und Herr seiner Sinne und wirklich klar denkt. Und das kann man bei ihm merken. Es geht gar nicht darum, ob er richtig und falsch liegt. Ich bin zum Beispiel in bestimmten Dingen in Sachen seiner Russland-Aussagen nicht überein, kenne aber auch nicht die Hintergründe, warum er das so macht, weil ich ihn ansonsten für einen geradlinigen Menschen halte. Nein, er ist ein Kapitän, der auch bei schlechtem Wetter segeln kann. Und da zeigt sich die Qualität des Kapitäns. Also wir hatten ja mal diese Fälle mit diesem Cruiser, mit diesem großen Kreuzfahrtschiff, mit dem italienischen Kapitän, der als erstes von Bord ging, als er aufgelaufen ist und hat seine 1500 Passagiere oder wie viel das waren, einfach zurückgelassen. Also das ist eben halt kein Donald Trump, das ist kein Hasenfuß, sondern das ist einer, der sagt, okay, wir haben jetzt Sturm, jetzt werden die Segel richtig gesetzt und er hat das Kommando. Und genau das unterscheidet ihn von vielen anderen Politikern, die Schönwetterpolitiker sind, wenn es kritisch wird. Ich kenne beispielsweise Staatschefinnen, die sich einfach wegducken in dem Moment, wenn irgendetwas kritisch ist. Dann sieht man sie ganz einfach nicht oder kommen nur ganz ab und zu mal raus aus der Hecke und nehmen dann einen Satz, den sie dann raushauen, möglichst ohne großen Inhalt. Und dann stehen sie dann da und ziehen sich wieder zurück. Und das normale Volk glaubt es sogar zu einem bestimmten Grad. Nein, er ist ein Manager, geht auch der Krise nicht aus dem Weg, auch dem Streit nicht aus dem Weg. Dazu gehört schon sehr viel Kraft. Und ich glaube, dass er diese Infektion, die er da haben soll, locker wegsteckt. Das glaube ich. Ich muss mich immer wieder amüsieren. Seit wir uns kennen, zitierst du diesen oder nennst du diesen Kapitän dieses italienischen Schiffes? Der hat dich echt beeindruckt, ne? Ja, weil ich habe so eine Lusche noch nie gesehen und das war ja wirklich eine Lusche. Und da gibt es natürlich einige davon, aber sowas in dieser offenen Form ist wirklich selten, ja. Da kann er sich wirklich immer wieder drüber aufregen. Ja, und ich möchte hier mal weitergehen, noch in dieser Bildberichterstattung. Der CNN-Reporter Pleitgen hat sich dann auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, Schuld für das Wirrwarr, ich finde gar nicht, dass das so ein großes Wirrwarr war, also durch so etwas wird eigentlich Wirrwarr erzeugt. Also er sieht die Schuld bei der US-Regierung selbst. Pleitgen sagt, die großen Spekulationen um den Gesundheitszustand von Trump wurden vom Weißen Haus ausgelöst, weil es da unterschiedliche, teils gegensätzliche Informationen gab, wie es Trump eigentlich geht. Klartext, es seien Falschinformationen verbreitet worden. Und da hat sich Richard Cornell gemeldet und sagt, die Medien sollten sich erstmal einkriegen. Und dann forderte er Geduld an und sagt, es gibt einfach bestimmte Dinge, die sie nicht erfahren werden. Die wenigen Informationsfetzen, die sie als Medien bekommen, werden dann überinterpretiert. Da liegt ja auch schon wieder etwas Geheimnisvolles drin. Nee, wir kennen ja nun die Einstellung von Donald Trump und auch seiner Hinterleute, denn das ist ja doch eine Regierung und nicht nur Donald Trump. Wir dürfen nicht vergessen, eine Regierung besteht ja aus ganz vielen Personen. Er ist ja vor allem die Figur, die vorne steht, die man sieht, die man wahrnimmt, aber dazu gehört natürlich weitaus mehr. Und die Medienschelte, die er gebracht hat und diese auch Offenlegung dieser Vereinheitlichung, dieser faschistoiden Gleichrichtung, der Gleichströmung, daher kommt ja der Begriff von Faszien, dass er dem nicht im Prinzip traut, keinen Millimeter, das ist ja wirklich bekannt. Und er ist ja der einzige Präsident bisher in der Geschichte, der quasi twittert. Und das finde ich ja schon sehr, sehr spannend. Und er lehnt ja auch die großen Interviews mit den großen Schlachtschiffen der Medien ab, weil er sie nicht mehr ernst nimmt. Und dass er da beispielsweise hier und da mal einen Brocken rausschmeißt und dann wird das Ding aufgebauscht. Also er führt die Medien momentan so wie ein Ochsen mit dem Ring durch die Nase, durch die Manege durch. Und das ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, dass manche Leute merken nach dem Motto, die kochen wirklich nur mit Wasser. Und wenn kein Wasser da ist, dann kochen sie halt trocken. Der Fokus hat eben gerade berichtet, also vor kurzem, Donald Trump habe sich nach seiner Corona-Infektion ins Militärkrankenhaus
begeben, um sich behandeln zu lassen. Seitdem herrsche Verwirrung um seinen Gesundheitszustand. Auch ein spontaner Besuch bei seinen Anhängern sorge für Entsetzen. Also das berichten die hier im Live-Ticker und regen sich auch darüber auf, dass Trump von seinem Krankenbett im Militärkrankenhaus weiter Politik macht. Der hat also zum Beispiel heute Morgen getwittert, wenn ihr eine massive Steuererhöhung wollt, die größte in der Geschichte unseres Landes und eine, die unsere Wirtschaft und die Jobs an den Boden bringt, dann wählt die Demokraten. Also er macht da jetzt Politik, aber das sorgt jetzt laut Focus für Entsetzen. Also diese Begrifflichkeiten, Entsetzen, Verwirrung und so weiter, Fehlinformationen, das sind ja jetzt Fakten, die von den Medien gestreut werden, die damit eigentlich die Verwirrung tatsächlich wirklich anstacheln. Ja, das ist also klassischer Sensationsjournalismus. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, gibt es überhaupt keine Zeitungen mehr und wirkliche Medienplattformen, sondern mehr oder weniger nur noch Boulevard-Blogs. Und dazu gehören offenbar auch die jetzt, die das da machen. Ja, Andreas, also wir haben noch eine Meldung aus dem Vereinigten Königreich, Großbritannien. Dort wird es jetzt demnächst eine neue Partei geben und die wird sich gegen die Political Correctness wenden. Und zwar wird die gegründet von einem Schauspieler. Lawrence Fox heißt der Mann. Einige kennen ihn offenbar. Er ist aus einer Serie bekannt, die es jetzt inzwischen nicht mehr gibt. Lewis, da hat er einen smarten Detective Sergeant gespielt. Und dieser Lawrence Fox gründet jetzt eine Partei gegen die politische Korrektheit. Als einer der wenigen Konservativen in seinem Business steht er im Fadenkreuz des dominanten Milieus, schreibt Ramin Paimani bei Tichys Einblick. Aber anders als in Deutschland, heißt es hier weiter, haben solche Initiativen dort in Großbritannien durchaus Aussicht auf Erfolg. Hier heißt es weiter, immer wieder ließ Fox in der Vergangenheit mit klaren konservativen Positionen aufhorchen, in denen er unter anderem die zunehmende Vereinnahmung der Gesellschaft durch die Political Correctness beklagte und das radikale Auftreten lautstarker Minderheiten kritisierte. So konterkarierte er den Black Lives Matter Slogan mit wiederholten All Lives Matter Tweets, das macht ja viele wütend, wie wir wissen, im linken Spektrum, im linksextremistischen. Dies hat ihn dann auch schließlich selbst ins Fadenkreuz der Linken rücken lassen. Und dass ihm aufgrund seiner öffentlich geäußerten Ansichten so manche Rollen damit auch verwehrt und einige Türen verschlossen geblieben sind, das schien diesen Mann, der ist 42 Jahre alt, nicht zu stören. Und er hat sich weiterhin erheblicher Kritik des linken Milieus ausgesetzt, nachdem er sich über den Missbrauch des Rassismusbegriffs mokiert und geklagt hatte. Er fühle sich seinerseits rassistisch diskriminiert, wenn man ihn als weißen privilegierten Mann bezeichne und so weiter. Also er hat sich da ordentlich an die Front begeben und jetzt eben gründet er die eigene Partei. Da gibt es dann auch schon wieder Ärger, weil er benutzt da einen Namen, die soll nämlich Reclaim heißen. Und da haben schon wieder andere, das gibt's schon, diesen Begriff, das ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die heißt auch Reclaim und die läuft Sturm, weil er es wagt, einen Allerweltsbegriff für sich zu reklamieren und eine karitative Einrichtung ist es. Und hier heißt es in dem Artikel weiter, anders als in Deutschland haben Parteigründungen wie diese dort durchaus Aussicht auf Erfolg. Wir denken auch an Nigel Farage, der hatte ja auch diese UKIP und war ja da auch entgegen dem Mainstream unterwegs. Da heißt es weiter, keine einseitig berichtende Medienblase, die nur linke und grüne Projekte beklatscht, kein lähmender Formalismus, keine Fesseln, wie sie das Parteiengesetz in Deutschland Neugründungen anlegt. In Großbritannien gibt es kein Parteiengesetz, heißt es weiter. Der Staat hält sich heraus und finanziert Parteien auch nicht mit Steuermitteln. Das macht es, so schreibt Paimani, um ein Vielfaches leichter, sich gegen unliebsame Mitstreiter vom Hals zu halten, die man in Deutschland nur unter größten Anstrengungen als Mitglieder wieder los wird. Ja,
Mehr als 5 Millionen Pfund, das wird ja auch noch genannt, hat er nach eigenen Angaben bereits eingesammelt, also genug Finanzkraft, um sich der linksextremistischen Cancel Culture erfolgreich entgegenzustellen, deren Hauptziel darin besteht, Andersdenkende aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass dieser Mann da wahrscheinlich etwas Richtiges will und da auch gut aufgestellt ist im Kopf, denn gegen politische Korrektheit zu sein, bedeutet natürlich auch letztendlich gegen Zensur zu sein, denn dieser Grat zwischen politischer Korrektheit und Zensur ist mittlerweile längst überschritten, das wissen wir alle. Wir wissen aber auch, dass wir im Rahmen der bestehenden Systeme mit dem Begriff Parteien nichts ausrichten können, denn die bestehenden Systeme lassen eben halt Dinge zu, die nicht funktionieren, tatsächlich für ein freies Denken und für tatsächliche Veränderungen. Partei kommt ja von Pars Populi und Pars Populi bedeutet natürlich letztendlich Teilung der Menschen, denn Populi heißt ja die Menschen. Und das ist ja auch die Aufgabe der Parteien. Ich glaube, wir haben schon sehr viele Parteien gesehen, die mit guten Ansprüchen, wie die Grünen zum Beispiel, die ja irgendwann mal mit guten Ansprüchen in den Markt gegangen sind, um etwas zu verändern, sich die Umwelt auf die Fahnen zu schreiben und letztlich verkommen sind zu einer reinen Kriegstreiberpartei, die Atomkraftwerke aufbauen will, auf Basis einer Klimahysterie, die man eben halt ins Feld führt. Und all diese Dinge zeigen ja, dass natürlich die Möglichkeiten bestehen, gerade wenn man Parteien hat, von Seiten der tatsächlichen Macht solche aufkommenden Kritiker zu übernehmen. Und das sehen wir bei so ziemlich jeder Partei. Es gibt eben halt, und das ist wieder der Punkt, es gibt Personen, es gibt kleinste Oligarchien mit unendlich vielen Geldmitteln, die nicht überall auftreten und nicht auf der Titelseite sind und deren Namen viele Menschen gar nicht kennen, die aber, bis auf ein paar wenige natürlich, die man kennt, zum Beispiel Impfbefürworter gibt es da ganz bekannte, die aber in der Lage wären, quasi jeden dieser Kritiker mehr oder weniger zu übernehmen. Wenn beispielsweise der Staat keine Parteien in England dort finanziert, was der Unterschied ist, dann bedeutet das, dass die Finanzierung lediglich mit einem Umweg weniger läuft. Denn der Staat finanziert ja nicht unmittelbar, sondern der Staat finanziert das, was letztendlich wieder von den Geldgebern wieder vorgegeben wird. Denn dort stehen natürlich immer die Hintergrundstrukturen hinter der ganzen Geschichte. Und wenn jemand sich finanziert als eine neue Partei, indem er Gelder aus der privaten Wirtschaft holt, dann werden sich natürlich auch wieder eventuell die Richtigen ranbringen. Ich will das nicht runterreden, weil ich glaube einfach, dass es viele Menschen gibt, die verzweifelt versuchen, einen Weg aus dieser Misere zu finden und wollen dabei die bestehenden Mittel nutzen. Aber mir fehlt der Glaube, dass es mit dieser Methode geht. Es vergeht weiterhin Zeit und diese Zeit führt dazu, dass wir irgendwann feststellen, es hat wieder nicht funktioniert. Und genau das ist das Mittel auch, was die eigentlichen oligarchischen Machtstrukturen hinter den Regierungen letztendlich brauchen können, um ihren Plan konsequent durchzuziehen. Nein, die Möglichkeit besteht aus meiner Sicht, nicht zusammenzucken, im morphogenetischen Feld, in der geistigen Ausrichtung und nicht in der Gründung einer neuen Partei. Damit können wir es schaffen. Also die Zeit der Parteien dürfte mit allen anderen Zusammenbrüchen auch Richtung Ende gehen. Ja, natürlich. Parteien können auf Dauer nicht funktionieren. Parteien sind ja letztendlich Gruppierungen, die sich bilden, weil Menschen sonst keine Richtung finden, weil es sind zu viele Einzelfaktoren, in denen man sich bewegt. Und wenn man jetzt einzelne Abgeordnete hätte und eine Partei verbieten würde, ich bin übrigens gegen ein Parteiverbot, das wäre ja auch schon wieder ein Diktat. Nein, der Mensch hat diese Tendenz, sich in Gruppen zu formieren, ob das die Skatgruppe ist, die Schwimmgruppe ist oder eben halt Reitvereine oder Fußballgruppierungen. Man will sich unter seinesgleichen finden, um eine bestimmte Gruppierung wiederzufinden, in denen man sich wohlfühlt. Diese Tendenz können wir nicht ausschließen bei den Menschen. Die sind halt da, aber mit dem bestehenden System funktioniert das auch mit einer Partei nicht. Ja, ich meine, das ist ja nach den Gesetzen auch. Das ist das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Gleichartige finden sich, das wird immer so sein, aber das Parteiensystem, es geht ja um das System. Ja, vor allem müssen wir eines wieder erkennen, was wir brauchen,
ist die Regierung des Rechts. Der Rechtsstaat muss regieren und die Politiker müssen dem Rechtsstaat unterstehen. Und die Vertreter des Rechtsstaates, sprich die Justiz, hat die Aufgabe, politische Einflussnahme in das Rechtssystem zu verteidigen mit aller Kraft. Aber mittlerweile ist das Hauptproblem darin, dass die Rechtsrepräsentanten, die Judikative, selbst parteilich mit involviert ist und aus diesem Grunde die Rechtsstaatlichkeit abgebrochen ist. Und das ist der Punkt. Und da können wir mit Parteien oder sonst was machen. Gäbe es Rechtsstaatlichkeit, könnte man eventuell auch was dagegen tun. So, das war jetzt aber umfangreich mal das Thema Parteiensystem wieder behandelt. Andreas, eigentlich sind wir am Ende. Ich habe aber noch eine Meldung aus dem Land der Verschwörungstheorien. Und ich möchte diese Meldung auch als solche kennzeichnen, wenngleich ein paar Gedanken in dieser Meldung sind, die durchaus wert sind, darüber nachzudenken. Die Meldung kommt von David Icke. David Icke war ja früher englischer Fußballprofi, ist dann Buchautor geworden und ist immer wieder aufgefallen, wirklich mit extrem merkwürdigen Thesen zu diesem oder jenem Thema, was Außerirdische und Reptiloide und so weiter angeht. Da müssen wir passen, da können wir auch nicht folgen, was diese Themen oder wollen wir auch nicht folgen. Es passt auch nicht in die wirklichen Schöpfungsgesetze. Aber er hat sich zum Thema Masken und deren Wirkung geäußert. Und da heißt es hier unter anderem, Masken sind ein offensichtliches Mittel zur Gedankenkontrolle. Und es beunruhigt mich, dass sich so viele Menschen im globalen Maßstab daran halten. Sorry, wenn das ein bisschen unrund ist. Das war auf Englisch und ich habe es in den DeepL-Translator getan. Und deswegen, ich habe das jetzt nicht nochmal überarbeitet. Das genügt aber auch so. So. David Icke sagt weiter, im Laufe der Jahre habe ich Bilder von Menschen in China gesehen, die Masken tragen, die Luft kontrollieren, die sie aufgrund der Umweltverschmutzung atmen. Ich wusste, dass dies ebenso sehr ein bevölkerungspolitischer Kontrollmechanismus der Depersonalisierung ist, wie Burkas. Masken entpersönlichen dich, während sie einer Person das Gefühl geben, keine Stimme zu haben. Das ist eine Barriere für andere. Und dann nennt er Michael Jackson, der in einem angeblich, wie David Icke das hier schreibt, das kann ich aber nicht überprüfen, ob das wirklich so ist, in einem MK-Ultra-Projekt, und zwar Monarch Mind Control, hätte Michael Jackson eine Maske tragen müssen. Also er ist ja in den letzten Lebensjahren viel mit Maske rumgelaufen, um, wie es hier heißt, seine Stimme zum Schweigen zu bringen, damit er nicht nach Hilfe greifen konnte. Auch hier nochmal ein kurzer Einwurf. Es gibt viele Verschwörungstheorien darüber, dass Michael Jackson gegangen wurde. Also ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber es hieß mal so. Naja, es spricht ja schon einiges dafür an Indizien. Ich kenne natürlich keine Beweisketten, aber die Indizien, dass er unmittelbar vor seinem Tod natürlich ein äußerst kritischer Punkt aus Sicht des Mainstream war und aufgrund der Tatsache, dass er unglaublich viele Fans hatte, er natürlich eine Gefahr darstellte, eventuell dass die Leute seinen Thesen, seinen Verschwörungstheorien folgen. Und das ist ja nicht ganz unüblich, dass solche Leute dann auch vorzeitig mal aus dem Leben scheiden. Also Michael Jackson hatte auf jeden Fall viele Botschaften in seinen Videos und in seinen Texten versteckt, die man heute gerade angesichts der jetzigen Situation spannenderweise mal entschlüsseln könnte. Und da kommen ganz überraschende Dinge dabei heraus. Aber auch da möchte ich jetzt nicht zu weit einsteigen. Ich möchte hier noch weiter David Icke zitieren. Er sagt, erinnern Sie sich, wie Michael Jackson diese Flüsterstimme entwickelte, wenn er nicht sang. Masken kontrollieren den Verstand von außen nach innen, wie es bei der Neudefinition von Worten geschieht, indem sie kontrollieren, was wir sagen können und was nicht. Aus Angst beispielsweise als rassistisch bezeichnet oder geschlagen zu werden, kontrolliert sie letztlich die Gedanken, die unsere Worte und letztlich unsere Taten bestimmen. Gleichermaßen dämpft eine Maske unsere Sprache, sodass wir nicht gehört werden, was Stimme, Worte, Geist kontrolliert.
Das sei, so meint er, Bewusstseinskontrolle. Menschen, die sich niemals dazu entschließen würden, sich zu fügen, sondern gezwungen sind, eine Maske zu tragen, um ihren Job und letztendlich ihre Familie zu ernähren, sind jetzt kompromittiert. Sie schämen sich oft und müssen sich unterwürfig verhalten. Die Menschen haben aufgehört, miteinander zu reden, während die Medien die Erzählung kontrollieren. Und er sagt, bedenken Sie auch, wie die globale Bildung, das Konzept, wir sind alle Gewinner im Sport, in den Klassenzimmern, in der Pause und so weiter eingeführt hat. Der Wettbewerb wurde entschärft und das wiederum entschärfte das Gefühl, sich wehren zu müssen. Es ist, als ob Aufständische alles Gewalttätige tun können, was sie wollten, weil wir alle zusammen dabei sind und Masken tragen. Das funktioniert natürlich gut, um die Identität derer zu verschleiern, die gegen das Gesetz verstoßen und gleichzeitig diejenigen weiter zu unterdrücken, die darauf konditioniert sind, sich nicht zu wehren. Und er sagt noch, am wichtigsten ist jedoch, dass die, die Masken tragen, buchstäblich die Luft kontrollieren, die wir atmen. Aus diesem Grund, also und so weiter, kommt dann ins Persönliche. Auf jeden Fall sagt er, ganz zum Ende hier, es sei wichtig, dass jeder jetzt in seine eigene Kraft kommt. Also das ist die Stärke des Geistes, so nennt er es. Und er sagt, dass diejenigen, die all diese Zu- und Umstände hier auf der Erde angezettelt und angefacht hätten, die Kontrolle über den Globus schon 2016 verloren hätten. Und ich weiß jetzt nicht, woran er das festmacht, das erzählt er hier auch nicht. Er sagt, und da würde ich absolut zustimmen und du sicher auch, wir erleben jetzt ein großes Erwachen von globalem Ausmaß, da die Menschen aus jahrelanger Gedankenkontrolle aufwachen und jetzt hält die Menschheit die große Siegeskarte in der Hand und das ist die Stärke des Geistes. Er sagt, jetzt muss jeder einzelne Mensch seine Geisteskraft sammeln und friedlich protestieren, die Maske abnehmen, sich Gehör verschaffen. Das ist also praktisch ein Aufruf zum friedlichen Widerstand. Ja, also David Icke habe ich nun schon seit vielen Jahren immer wieder mal mitverfolgt. Der hat ja auch brillante Analysen gemacht zum Thema Geldsystem, Umverteilungsmechanismen, Machtstrukturen in der Politik und so weiter. Und ich weiß manchmal gar nicht, ob er diese Reptiloiden-Geschichte nicht mit einbaut, um sich damit sein Leben vielleicht zu sichern. Eventuell ist das sogar seine Lebensversicherung, denn er ist aus meiner Sicht intelligenter, als man das glauben könnte, wenn man diese Reptiloiden-Geschichte hört. Und man weiß ja, wie man manchmal auch falsche Fährten legen muss, um dann eben halt seine Lebensversicherung aufrechtzuerhalten. Dem können wir natürlich überhaupt nicht folgen, was da gemacht wurde. Aber die Argumentation der logischen Darstellung, dass er sagt eben halt, was mit diesen Masken passiert, das ist ganz klar, eine Anonymisierung passiert natürlich. Früher gab es deshalb auch dieses Vermummungsverbot. Das ist ja jetzt gewichen einer Vermummungspflicht. Das ist ja interessant. Das ist ja ein riesen politischer Umschwung gewesen, dass jetzt eine Vermummung vorgeschrieben ist. Vor kurzem war es noch so, im letzten Jahr, wenn die Linksfaschisten auf die Straße gelaufen sind und hatten sich vermummt, dass das natürlich ein Straftatbestand war. Und heute würden sie inhaftiert werden, wenn sie ohne Vermummung durch die Gegend laufen würden. Und damit ist natürlich auch dieser kriminellen Ära natürlich Tür und Tor geöffnet. Gleichzeitig eben halt auch eines, diese Maske verhindert den persönlichen Blickkontakt untereinander und ein Blick kann manchmal mehr sagen als 1000 Worte, das Nein, wissen wir. Die Maske verhindert nicht den Blickkontakt. Nee, den Blickkontakt, aber jetzt mit dem Gesicht. Der Blick ist ja in Verbindung mit der gesamten Gesichtsmimik, die damit verbunden ist und man kann das aus meiner Sicht an reinen Blick nicht so gut erkennen. Das meine ich damit. Ist gut, dass du es nochmal verbesserst. Also unterm Strich gesehen geht es darum, dass wenn ich beispielsweise in einer Gruppe bin und dort steht ein Politiker und würde eine Rede halten und wir sind mit der Rede nicht einverstanden, dann reicht manchmal der Blick von einem zum anderen bei den Zuhörern, um festzustellen, der sieht das genauso wie ich und hält das für Blödsinn, was der da vorne gerade erzählt. Das fällt ja jetzt alles weg. Man weiß gar nicht mehr, was der Nachbar denkt und man bekommt damit natürlich auch ein eingeschränktes Bild, um die Zusammenhänge zu verstehen. Also ich halte das für sehr gut. Auch gut, dass du den David Icke mal hier vorgelesen hast. Auch wie gesagt, wenn ich mich ganz klar davon distanziere.
Tiere, was er da sagt, zu seinen Außerirdischen, denn das passt wirklich nicht in die Schöpfungsgesetze. Ja, Andreas, das war es schon. Wir sind heute nur 1 Stunde und 14 Minuten lang. Ich danke dir sehr. Wir wünschen euch, ihr Lieben, trotz all den wirklich fiesen Nachrichten zum Teil, ein gutes Durchkommen, denn wir wissen alle, um was es jetzt geht, dass wir selber in die Änderung, in die Veränderung müssen. Die innere Stimme will gehört werden. Wir werden heute Nachmittag weiter auch beim Abendgebet lesen in dem Buch Tabubruch, das Andreas und ich vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, um den Geist zu weiten und um die Erkenntnisse ein bisschen zu vermehren. Ja. Habt einen schönen Tag. Fröhlich voran, Gott wohlgetan, der Weg geht in die richtige Richtung und das Licht am Horizont. Ich möchte es immer wieder erwähnen. Alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao. Tschüss.